Warum? Erstens singen zwei Kinder mit im Chor, da ist es noch ein bisschen, ja, meist verbunden mit dem Chor und ja, es macht Spaß, sowas vorzubereiten und ja, man sieht ja das im Endeffekt, was hier rauskam, es war gigantisch und ja, war toll. Die Hand des Fiends, die wird sehr beeindruckend, auch auf der Fähre. Das war mal was anderes. Hatte man ja selten, dass man auf dem Wasser betet. Und ich fand auch die Sachen, die da gesagt wurden, sehr schön. Zusammenklingen und für mich dann tatsächlich auch das, was ich in der Predigt versucht habe zu sagen, so die je eigene Melodie ins Gesamte einbringen. Und vielleicht gelingt es ja auch so ein Leben lang immer wieder so die eigene Stimme, das eigene Empfinden einzubringen, dass Kinderchorarbeit, Chori, Kantos in einem wirkt, so auch in den verschiedenen zwischenmenschlichen Bezüge. Ich bringe meine Stimme ein ins große Ganze und dann wird spürbar, das ist die Vielfalt in einer unendlich schönen Einheit. Ineinander verzahnt geklappt hat, dass alle Planungen und alle Stunden, die da investiert wurden, dass das einfach dann wirklich zum Gelingen beigetragen hat und dass, glaube ich, alle glücklich und zufrieden sind. Also das Einzige ist, vor allem euch Überlinger Danke zu sagen. Von Anfang an, diese Organisation wurde geleitet, man hat sich quasi fallen lassen können und einfach genießen. Und auch dir, liebe Melanie, was für ein schönes Gesamtprogramm. Die Kleinen bedient, das Popformat bedient und dann aber auch die ganz, ganz große Emotion und Musik jetzt gerade beim Abschlussgottesdienst. Ganz herzlichen Dank, wir gehen wirklich völlig erfüllt von den Wassern des Lebens nach Hause zurück. Thank you.
ein tolles Programm auch, muss ich sagen. Also jetzt für den Gottesdienst und alles andere auch und die Lieder, also ich glaube, das ist so eine Punktlandung. Ja, ja, doch, doch, auf jeden Fall. Also der Abschlussgottesdienst, der war schon richtig stark. Ja. Ich habe ausnahmsweise mal nicht mitgesungen, weil es klang schon so gut, da hat nichts mehr gefehlt. War schön, musikalisch schön, stimmungsmäßig super. Hat Spaß gemacht.